und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier bei Holy Lol und willkommen zurück zur nächsten Folge Hot Wheels. Heute ist wieder ein Zeitrennen. Ich habe ja gesagt, ich fahre mit meinem neuen Ford. Das Ding ist natürlich absolut ungeeignet für ein Zeitrennen. Deswegen werde ich nochmal auf das andere Auto zurückgreifen müssen. Tut mir leid, im nächsten Rennen wird dann der Ford genommen. Aber ein Zeitrennen mit dem Ford, einfach unmöglich. Und falls ihr das auch so seht, dass ich da lieber das schnellere Auto nehmen sollte, liken, kommentieren, abonnieren, in die Videobeschreibung schauen, meinem Twitch-Account folgen und natürlich könnt ihr auch Kanalmitglied werden, darüber würde ich mich sehr freuen. Und hier die Grüße an meine Kanalmitglieder, an meine lauten Unterstützer. Vielen Dank Phoenix, vielen Dank AKSW, vielen Dank Phil und vielen Dank Tombstone. Vielen Dank für eure Unterstützung. Hier, der Ford ist einfach nicht für ein Zeitrennen gemacht. Wir nehmen hier dieses Superauto, was ich mir für das letzte Video gekauft habe. So. Jetzt schauen wir mal, was hier zu tun ist. Wir müssen wahrscheinlich hier die blauen Felder einsammeln. Folge dem Pfeil und erreiche schnellstmöglich die Ziellinie. Versuchen wir. Wie viel Zeit haben wir denn nochmal gehabt? 2 Minuten waren das, glaube ich, ne? Ich bin gespannt. 2 Minuten wäre das Minimalziel. Hab ich's? Ja, hab's geschafft. Boosten. Muss ich da durchfahren? Wäre besser, ne? Oh, da hinten ist das nächste Ding. Oh, volle Power. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten hin, okay. Oh, wie ich das gemacht habe, wie ich das gemeistert habe, wie ein Profi. Hier drunter her. Ah, nicht, ich wollte gerade sagen, ich fahre voll in die Wand, aber bin ich gar nicht, weil ich einfach gut bin. Okay, wo geht's jetzt lang? Da liegt irgendwas am Boden, da muss ich aufpassen. Ich habe wieder mit komplett... Oh nein, da muss ich hin. Ich glaube, mit dem Ford hätte ich das niemals geschafft, Leute. Ich weiß ja gar nicht, ob ich mit dem hier schaffe. Wo muss ich denn hin? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da hinkommen? Oh nein. Jetzt stecke ich fest. Ich dachte, ich komme da drunter her. Jetzt verkacke ich es wegen... Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht gerade. Wo muss ich jetzt hin? Folge dem Pfeil. Ja, ich will dem... Ah, okay. Vollgas. Wie viel Zeit habe ich noch? Da ist der nächste. Kurve. Vollgas. Da hinten ist der nächste. Komm. Dann unter dem Auto her. Das wird nichts. Oh, hätte ich das geschafft, hätte ich vielleicht. Ich starte nochmal. Okay, ich habe mich nochmal zurückgesetzt. Oh, habt ihr das gesehen? Wäre ich da reingeflogen, hätte ich die Zeit vielleicht sogar geschafft, Leute. Ich habe 2 Minuten 12 gebraucht. Wie kacke. Da trinke ich erstmal einen Schluck. Ja. Neustart. Ja, ich möchte aber neu starten. Ich weiß, ich will nicht, aber ich möchte. Ich muss. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es lang geht. Jetzt knüppeln wir da durch wie die Irren. Ja, folge dem Pfeil. Ich weiß. Wenn das immer so einfach wäre, ne, Leute? Vollgas, komm. Ich habe noch keinen Boost genug. Ich habe noch nicht genug Boost. Jetzt habe ich genug Boost. Ja, perfekt. Perfekt. Schaut euch das mal an, wie ich hier fahre. Wie ein junger Gott. Mit da hinten hin, genau. Mit ein bisschen Drift hier. Ich dachte schon, ich falle jetzt da runter. Einmal hüpfen, bitte. Genau, Perfektion. Perfektion, bitte. Ey, mit dem Ford hätte ich das niemals geschafft. Er ist doch im Leben nicht, kommt doch nicht an die Geschwindigkeit von diesem Auto ran. Okay, Vollgas, komm.
Oh Mann, ich kann die ganze Zeit durchpusten, boosten. Kurve. Ja, perfekt. Naja, nicht ganz perfekt, aber annähernd perfekt. Also, egal was ich mache, alles ist perfekt. Ihr wisst das. Ja. Da drunter her, ja, das schaffe ich. Das Auto ist flach genug. Und geradeaus, Vollgas. Jawohl, schaut euch mal an, wie geschmeidig das jetzt geht in der zweiten Runde. Wenn das so bleibt, dann bin ich hier, dann bin ich der King. Oh, wird aber eng. Wenn ich jetzt hier nicht wieder verkacke, darf ich jetzt? Ich habe sogar die beste Zeit geschafft. Ich habe sogar die, ja, ich habe sogar, easy. Dieses Auto ist ja unsagbar schnell. Ja, perfekt. Jetzt im nächsten Rennen werde ich natürlich den Ford fahren. Ja, schaut mal. Erster Platz und das Rennen natürlich geschafft. So, Backyard. Schaff es aufs Treppchen und hol den ersten Platz, ist gefordert. Und jetzt mit dem Ford, mit dem Ford Truck, mit dem irren Auto. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, wirklich alle Autos hier zu bekommen. Oh Gott, was ist das denn für ein... Oh nein. Da sehe ich doch gar nicht durch. Aber ich liebe dieses Auto. Also optisch. Ein super geiles Auto. Ja. Direkt ein bisschen mit Boost anfangen. Ansonsten kommt dieses Auto nämlich nicht zu Potte. Oh, schaff ich's? Oh Gott. Ey, das Handling ist ja sowas von Co. Hä? Was ist nun passiert? Habt ihr das verstanden? Ich gerade nicht. Wow, ich bin aber... Ey, das Auto ist ja richtig schnell. Kurve. In der Kurve ist es kacke. Man kriegt das Driften überhaupt nicht geregelt mit dem Auto. Mit dem... Nee. Oh, kein Drift. Mit dem anderen, mit dem Rennwagen... Konnte man so schön driften. Habe ich die erste Runde schon geschafft? Yo, nice. Und ich bin gar nicht mal so kacke. Jetzt muss ich hier einmal... Oh Gott, oh Gott. Ah, komm, krieg die Kurve. Jawohl. Und ich bin wieder irgendwo an der Decke. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Aber ich bin immer noch Erster. Leute, ich bin immer noch Erster. Die anderen fahren alle am Boden irgendwie. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der irgendwie an die Decke gefahren ist. War mir egal, dann ob er es überhaupt so recht gewinne, ne? So, was haben wir denn hier? Ja, da haben wir wieder diese komische Kurve. Ja, ich sag ja, also Kurvenverhalten ist bei diesem Auto ganz schwierig. Ganz schwierig. Okay. Aber das sollte ich schaffen, das sollte ich schaffen. Zweite Runde habe ich jetzt gleich. Jetzt kann ich hier ein bisschen Vollgas durchboosten. Den ganzen Boost erstmal aufgebraucht. Aber nicht schlimm. Das ist ja nicht Rocket Racing hier, ne? Hier kann man ruhig ein bisschen mit seinem Boost arbeiten. Also noch besser. Und wieder unter die Decke. Sehr schön. Denke ich mal. Ich habe das jetzt jede Runde gemacht und... Es sieht aus, als wenn sich das auszahlen würde. Also kann ich euch den Tipp geben, falls ihr das Rennen fahrt und die Gegner vielleicht zu stark sind, fahrt an der Decke. Vielleicht. Alter, diese Karre. Ich hätte nicht gedacht, dass... Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut... Die Kurven sind schlecht, aber ich meine jetzt von der Geschwindigkeit her... Ist der mit dem Boost echt gar nicht so schlecht. Ey, das ist ja
Easy. Voll durchpusten. Und ich habe gewonnen. Easy. Da klopfe ich mir doch mal auf die Schulter. Was bekommen wir jetzt? Habe ich jetzt eigentlich genug Geld für ein neues Auto? Eigentlich müsste ich ja jetzt wieder ein neues Auto kaufen für das nächste Video, ne? Oder wie war das? So, 400 Münzen, 200 EP, steigen wir auf. Wir steigen auf, Mann. Stufe 7, 500 Münzen. Eine Spinmarke. Was ist denn eine Spinmarke? Das schauen wir uns jetzt an. Hier sind wir bei den Spinmarken, Leute. Hier können wir noch was gewinnen. Wir können hier Münzen gewinnen. Wir können hier ein Auto gewinnen. Dino Raiders. Münzen, Münzen. Was gibt's noch? Ich habe, glaube ich, 2 Marken sogar. Nice. Ein Suzuka. Oh, noch ein schönes Auto. Oh, vielleicht gewinnen wir ja hier ein Auto, welches wir dann nehmen. Ja, komm. Wir spinnen mal das Spinrad. Also, hier haben wir keine zufälligen Autos. Hier haben wir 1400 Credits. Nehmen wir mit. Preis abholen. Let's go. Und wir haben noch einen Spin. Gib mir ein Auto. Gib mir ein Auto. Komm. Gib mir ein Auto, Baby. Baby. Brauch ein Auto. Und. 600 Credits. Bisschen enttäuschend. Preis abholen und verlassen. Jetzt gehen wir in den Shop. Dann kaufen wir uns halt ein Auto für das nächste Video. Wir müssen einmal aktualisieren. Müssen wir einmal 350 Credits nochmal ausgeben. Und jetzt haben wir... Oh, was ist das dann? Was ist das dann? Das ist ein Auto mit einem... Ach nee, das ist so ein Surfwagen mit so Surfbrettern drauf. Was haben wir noch? Ja, den nehmen wir, ne? Wir nehmen immer das teuerste Auto, wenn wir die Kohle haben. Komm. Ich bin gespannt auf die Geschwindigkeit, das Handling und so. Mal gucken. Geschwindigkeit nur 3. Aber übelst nice. Übelst nice. Wenn ihr dieses Auto im nächsten Rennen nicht verpassen wollt, auch wieder ein legendäres Auto natürlich, dann gerne liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns am nächsten Video mit Hot Wheels wieder. Haut rein. Ciao, ciao.